Jo, also glutenfreie Challenge ist gescheitert, weil ich habe einfach nicht nachgedacht. Wir waren jetzt hier gerade beim Street Food Market und entsprechend, ja, da habe ich zum einen mal so ein Fladenbrot oder irgendwas gegessen und zum anderen habe ich jetzt Couscous gegessen und dann habe ich mich jetzt erst erinnert, ja, ich bin doch bei der glutenfreie Challenge und ja, und damit würde ich sagen, gescheitert. Glutenfrei ist vorbei, das heißt, ja, gibt jetzt keine täglichen Food Diaries mehr. Das war einfach mal so, ja, im Rahmen der Challenge und werde jetzt einmal in der Woche quasi das Food Diary posten, wie ich es bisher auch gemacht habe. Ansonsten ein paar Impressionen jetzt von dem Street Food Markt, der war total cool und ja, das soll es gewesen sein für uns. Ich habe Gluten zu mir genommen.